Und irgendwann klingelte mein Telefon und Bohlen war dann dran und hat mir dann Songs angeboten fürs zweite Album, die er dann schrieb. Und dann hat er mir Demos rübergeschickt, die er dann selber gesungen hat und so, ganz abenteuerliche Geschichte. Treu blieb Geller aber nicht Dieter Bohlen, sondern dessen Ex-Partner Thomas Anders, seinem Idol, das ihn damals in die Branche holte.